Wenn wir zwei Komponenten A und B haben und diese Komponenten zusammengeben, wie verändern sich dann die Eigenschaften? Es gibt mehrere Fälle. Wenn wir zum Beispiel 1 mol Benzol, 1 mol Toluol zusammengeben, erhalten wir eine sogenannte ideale Mischung. In der Mischung haben wir weder ein Volumen noch einen Temperatureffekt. Ethanol und Wasser bilden eine nicht ideale Mischung. Hier haben wir ein Volumen, einen Temperatureffekt. 58 ml Ethanol und 18 ml Wasser ergeben nur 74 ml Mischung. Es gibt auch den Fall, dass zwei Komponenten sich nicht homogen mischen. Wir sprechen dann von einem heterogenen Gemenge, etwa zwischen Benzol und Wasser. Mischphasenthermodynamik befasst sich mit Energie- und Entropieeffekten bei Mischungsvorgängen und versucht vorauszusagen, wie sich zwei Komponenten verhalten, wenn man sie zusammengibt. Wichtig sind hierbei vor allem die Relation zwischen den Interkomponentenwechselwirkungen und den Intrakomponentenwechselwirkungen. Bei Idealmischungen sind diese Energien ungefähr gleich groß. Der sogenannte Flory-Huggins-Koeffizient Chi ist gleich 0. Wir wollen die Thermodynamik bei der Herstellung einer idealen Mischung noch einmal quantitativ betrachten. Wir haben kein Mischungsvolumen. Die Volumina der Ausgangskomponenten addieren sich einfach zum Gesamtvolumen. Wir haben keine Mischungsenthalpie. Wir haben eine positive Mischungsentropie, eine negative freie Mischungsenthalpie. Die gelben Punkte entsprechen dem Ausgangszustand, die roten Punkte dem homogen gemischten Endzustand. Wenn wir eine konvex gekrümmte freie Enthalpiekurve haben, ist die Mischung immer stabil. Wenn wir konkave Bereiche haben in unserer freien Enthalpiekurve, so wie hier, dann ist im konkaven Bereich die Mischung instabil und zerfällt in ein heterogenes Gemenge. Die Flory-Huggins-Theorie berechnet die Enthalpie, Entropie und freie Enthalpie für Mischungsprozesse und kann dann voraussagen, ob eine Mischung homogen stabil ist oder ob sie in ein heterogenes Gemenge zerfällt. Bei idealen Mischungen haben wir keinen Volumeneffekt. Wir können auch sagen, das Molvolumen von Benzol ist in reinem Benzol genauso groß wie in einer Benzol-Toluol-Mischung. Das ist bei nicht idealen Mischungen nicht mehr so. Wenn wir zum Beispiel 1 Mol Ethanol zu einer 50-50 Mischung Ethanol-Wasser dazugeben, erhöht sich das Volumen um 57 ml. Das partielle Molvolumen von Ethanol ist hier also 57 ml. Im Vergleich, das Molvolumen von reinem Ethanol ist 58 ml. Wenn wir die partiellen Größen kennen, können wir auch nicht ideale Mischungen berechnen. Wenn wir eine Mischung aus Komponente A und B quantitativ beschreiben wollen, so müssen wir dazu Konzentrationsangaben machen. Entweder geben wir den Molenbruch an, x für die Flüssigphase, y für die Gasphase. Wir können den Volumenbruch angeben. Wir können die Molarität angeben. Wir können die Massenkonzentration angeben. Wir können die Molalität angeben. Oder wir können den Massenbruch angeben. Für Stoffe, die dissoziieren, müssen wir zusätzlich noch den Dissoziationsgrad angeben, beziehungsweise die Anzahl der Teilchen, in die ein Mol Substanz dissoziiert. Diese Anzahl nennt man Van't'Hoffschen Faktor, I. Bei Kupferchlorid etwa ist der Van't'Hoffsche Faktor 3. Ein Mol Kupferchlorid zerfällt in 3 Mol Ionen. Wir können Phasengleichgewichte zwischen idealen Mischphasen sehr einfach beschreiben. Für diese Phasengleichgewichte gilt eine Art Quasi-Massenwirkungsgesetz. Für jede Komponente, die zwischen den Phasen hin und her wechseln kann, I, gilt, dass im Gleichgewicht die Konzentration in der einen Phase dividiert durch die Konzentration in der anderen Phase eine Konstante ist. Dies gilt für die Extraktion als Nernstes Gesetz. Dies gilt für die Absorption als Henrisches Gesetz und dies gilt zwischen einer Flüssigphase und den Lösemittelmolekülen der Gasphase als Rausches Gesetz. Über einem reinen Lösemittel beträgt der Dampfdruck pA Stern. Über einer Lösung sinkt der Dampfdruck des Lösemittels ab auf den Wert pA. Wir haben bei idealen Lösungen einen linearen Zusammenhang zwischen der Konzentration in der Gasphase,
quantifiziert durch pa, und der Konzentration in der Lösung, quantifiziert durch xA. Dieses konstante Verhältnis entspricht pa Stern. Das ist das Raoul'sche Gesetz. Bei der Absorption haben wir eine Komponente in der Gasphase, die sich in der Flüssigphase löst. Die Konzentration der Komponente in der Gasphase wird durch den Partialdruck quantifiziert, in der Flüssigphase durch den Molenbruch. Das Verhältnis dieser beiden Konzentrationen ist konstant und heißt Henry-Konstante. Sauerstoff löst sich in Wasser bei 25 Grad besser als Stickstoff. Dies sieht man daran, dass die Henry-Konstante, die Steigung der blauen Kurve, geringer ist als die Steigung der grünen Kurve. Wasser, welches mit Luft im Gleichgewicht ist, also einen Partialdruck von Sauerstoff von 0,21 bar, erfährt eine Sauerstoffkonzentration von 4,5 ml in 1 Liter Wasser besitzt. Bei der Extraktion verteilt sich eine Übergangskomponente I zwischen einem Lösemittel 1, dem Raffinat, und einem Lösemittel 2, dem Extraktionsmittel. Nach Nernst haben wir hier ebenfalls eine lineare Beziehung zwischen den beiden Konzentrationen. Man kann auch sagen, die beiden Phasen sind paritätisch mit Übergangskomponente besetzt. Wenn die Konzentration in der einen Phase sich verdoppeln soll, muss sie auch in der anderen Phase sich verdoppeln. Wenn wir etwa Jod zwischen Wasser und Ether verteilen, haben wir eine klassische Extraktion vor uns. Wenn wir mehrfach extrahieren, erreichen wir eine starke Abreicherung der Übergangskomponente im Raffinat. Wir erhalten diese Gleichung aus einer Kombination zwischen dem Nernstschen Verteilungsgesetz und der Stoffmengenbilanz. Raoul'sches Gesetz, Henry'sches Gesetz, Nernstsches Verteilungsgesetz beschreiben alle Phasengleichgewichte zwischen Mischphasen. Im Gleichgewicht sind die Phasen paritätisch besetzt. Gleichungen gelten streng nur für ideale Mischungen. Bei idealen Mischungen ist es so, dass alle Eigenschaften der Mischungen zwischen den Eigenschaften der reinen Komponenten zu liegen kommen. Zum Beispiel die Siedetemperatur oder die Tautemperatur. Für Phasengleichgewichte zwischen idealen Mischungen lässt sich eine Art Massenwirkungsgesetz aufstellen. Für die Extraktion ist es das Nernstsche Verteilungsgesetz. Für die Absorption ist es das Henry'sche Gesetz. Für den Dampfdruck über einer Lösung ist es das Raoul'sche Gesetz. Wir wollen die Folgen des Raoul'schen Gesetzes noch einmal detaillierter diskutieren. Das Lösemittel hat einen Siedepunkt T-Stern-Wap und einen Gefrierpunkt T-Stern-Fusion. Die Lösung hat einen anderen Siedepunkt und einen anderen Gefrierpunkt. Wir wollen die Beziehung zwischen diesen Temperaturen quantifizieren. Nach dem ersten Raoul'schen Gesetz ist der Dampfdruck des Wassers über der Lösung geringer als der Dampfdruck des Wassers über dem reinen Lösemittel. Diese Dampfdruckerniedrigung ist proportional der Stoffmenge des gelösten Stoffes. Es handelt sich hier um eine kolligative Eigenschaft. Das bedeutet, diese Eigenschaft hängt nur von der Menge der gelösten Teilchen, nicht aber von der Art der gelösten Teilchen ab. Wenn wir im PT-Diagramm die Dampfdruckkurve des reinen Lösemittels schwarz einzeichnen, dann müssen wir die Dampfdruckkurve der Lösung auf jeden Fall unterhalb skizzieren. Wir haben eine Dampfdruckerniedrigung Delta PA. Diese hat zur Folge, dass wir den Außendruck P0 erst bei einer höheren Temperatur erreichen. Das heißt, eine Lösung siedet bei einer höheren Temperatur, siedet später als ein reines Lösemittel. Die Dampfdruckerniedrigung erzwingt also eine Siedepunktserhöhung und auch eine Gefrierpunkterniedrigung. Außerdem ist der osmotische Druck eine Wirkung der Dampfdruckerniedrigung. Hier haben wir das PT-Diagramm noch einmal etwas ausführlicher. Wir können die Siedepunktserhöhung leicht ausrechnen, indem wir die ebullioskopische Konstante mit der Molalität multiplizieren und eventuell einen Van't'Hoff'schen Faktor I mit berücksichtigen. In gleicher Weise sinkt der Gefrierpunkt, wenn wir einen Stoff in einem Lösemittel lösen, und zwar um den Wert minus kryoskopische Konstante mal Molalität mal I. Die kryoskopische Konstante von Wasser ist 1,86. Wenn ich ein Mol eines beliebigen Stoffes in einem Kilogramm Wasser löse, erniedrigt sich der Gefrierpunkt um 1,86 Kelvin. Aus kryoskopischen Messungen können wir auch Molmassen von gelösten Substanzen ermitteln. Da das zweite Raoul'sche Gesetz nur für ideale Substanzen gilt,
extrapolieren wir Messwerte auf unendliche Verdünnung und nutzen diesen extrapolierten Wert, um daraus die Molmasse zu ermitteln. Eine Lösung siedet und gefriert später als ein reines Lösemittel, weil sie stabiler ist. Sie hat einen niedrigeren Dampfdruck, eine höhere Siedetemperatur und eine niedrigere Gefriertemperatur. Wir vergleichen ein Lösemittel und eine Lösung. Über dem Lösemittel, hier links gezeichnet, herrscht ein höherer Druck als über der Lösung. Das heißt, die Lösemittelmoleküle fühlen sich in der Lösung wohler. Wenn sie eine Chance haben, vom Lösemittel zur Lösung zu gelangen, dann werden sie dies tun. Man nennt diesen freiwilligen Transport der Lösemittelmoleküle in die konzentriertere Lösung Osmose. Diese Osmose kann über die Dampfphase verlaufen, so wie hier, dann nennt man das Dampfdruckosmose. Sie kann aber auch im klassischen Fall über eine semipermeable Wand verlaufen. Es besteht eine Tendenz für die Lösemittelmoleküle, in die konzentriertere Phase sich zu bewegen. Eine semipermeable Membran ist nur für die Lösemittelmoleküle durchlässig, nicht aber für die gelösten Teilchen. Viele biologische Membranen sind in gewisser Weise semipermeabel. Wenn wir die Gasphase durch bewegliche Kolben ersetzen, dann stellen wir fest, dass die Osmosebewegung in die konzentriertere Lösung einen Druckanstieg in dieser Lösung zur Folge hat. Der Druck steigt so weit an, bis das chemische Potential in beiden Flüssigkeiten gleich groß ist. Der Druck, der sich dann in der konzentrierten Phase einstellt, nennt man osmotischer Druck. Bei der Berechnung des osmotischen Druckes nach Van 't Hoff geht man wie folgt vor. Ausgangspunkt ist die Gleichheit des chemischen Potentials. Die Verdünnung stabilisiert die Lösung. Der erhöhte Druck destabilisiert die Lösung. Diese beiden Komponenten mitteln sich gerade aus. Und daraus erhält man das Van 't Hoffsche Gesetz für den osmotischen Druck. N mal MAT ist Pi mal V. Das Van 't Hoffsche Gesetz des osmotischen Druckes sieht ähnlich aus wie die ideale Gasgleichung. In der Tat verhält sich ein Gas ähnlich wie eine gelöste Komponente in einer Lösung. Wenn wir zum Beispiel 9 Gramm Kochsalz in 1 Liter Wasser lösen, so hat diese Lösung eine Molarität von 154 Millimol pro Liter. Wenn wir die Konzentration mit dem Van 't Hoff-Faktor multiplizieren, erhalten wir die sogenannte Osmolarität, die beträgt etwa 300 Millimol pro Liter. Diese Osmolarität eingesetzt in die Van 't Hoffsche Gleichung ergibt einen osmotischen Druck von 0,76 Megapascal. Diese Lösung hat den gleichen osmotischen Druck wie menschliches Blut, ist isotonisch zu menschlichem Blut und wird als physiologische Kochsalzlösung bezeichnet. Zwei Lösungen sind entweder isotonisch, haben gleiche Osmolarität, oder hypotonisch oder hypertonisch. Wir können den Effekt der Osmose auch umkehren, wenn wir auf die Lösung einen höheren Druck als den osmotischen Druck einwirken lassen. Die sogenannte Umkehrosmose wird genutzt, um aus Salzwasser Süßwasser zu machen, in einer Art Ultrafiltration. Die Messung des osmotischen Druckes wird auch benutzt, um Molmassen zu ermitteln. Da das Van 't Hoffsche Gesetz nur für ideale Lösungen gilt, vermisst man unterschiedliche Konzentrationen und extrapoliert den Quotienten Pi durch Gamma auf unendliche Verdünnung. Aus diesem extrapolierten Wert, der quasi einer idealen Lösung entspricht, errechnet man die Molmasse des gelösten Stoffes. Genauso wie wir das ideale Gasgesetz zur Virialgleichung erweitern können, können wir das ideale Van 't Hoffsche Gesetz zur virialen Osmosegleichung erweitern. Eine Lösung ist stabiler als das entsprechende Lösemittel. Entsprechend besteht eine Tendenz für die Lösemittelmoleküle, in die konzentriertere Lösung zu gelangen. Diese Tendenz macht sich mit dem osmotischen Druck bemerkbar. Den osmotischen Druck können wir nach Van 't Hoff für ideale Lösungen ausrechnen.